Das Buch Kohelet. Kapitel 2. Ich sagte mir in meinem Herzen, los jetzt, ich will es mit der Lebensfreude versuchen. Nimm das Gute wahr. Jedoch, auch das ist Hevel, völlig aussichtslos. Zum Lachen sagte ich Irrsinn und zur Lebensfreude, was bringt denn die? Mit der Hilfe des Verstandes betrieb ich Forschungen, indem ich meinen Körper dem Wein hingab, während mein Verstand durch Weisheit die Leitung behielt. So wollte ich die Dummheit begreifen, und zwar so lange, bis ich herausfände, was für die Menschen so gut ist, dass sie es ihr Leben lang unter dem Himmel tun sollen. Ich schuf immer größere Werke, ich baute mir Gebäude, ich pflanzte mir Weingärten, ich legte mir Parks und Paradiesgärten an, ich pflanzte darin alle Arten von Obstbäumen. Ich legte mir Wasserteiche an, um durch sie einen Wald zu bewässern, der von Bäumen sprießt. Ich kaufte Sklaven und Sklavinnen. Die in meinem Haus Geborenen wurden mir zum Eigentum. Rinder und viel Kleinvieh kam zu meinem Besitz dazu. Mehr als bei allem, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Ich häufte auch Silber und Gold für mich an, die Schätze der Königinnen und Könige und Provinzen. Ich machte mir Sänger und Sängerinnen zum Eigentum und das Vergnügen der Menschensöhne, Frauen und nochmals Frauen. Ich vermehrte und fügte mehr hinzu als alle, die vor mir in Jerusalem gewesen sind. Und tatsächlich blieb mir meine Weisheit erhalten. Was auch immer meine Augen verlangten, nie habe ich ihnen etwas vorenthalten. Nie versagte ich meinem Herzen irgendein Vergnügen. In der Tat, mein Herz freute sich an dem, was ich mühsam erreicht hatte, und das war mein Anteil für all meine Mühe. Ich wandte mich all meinen Werken zu, die meine Hände vollbracht hatten, zu dem mühsam Errungenen, für das ich mich abgemüht hatte, aber es war nur Hevel, nichts wert, und ein Jagen nach Wind. Es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Ich sah der Weisheit, dem Irrsinn und der Dummheit ins Angesicht. Zudem, was für ein Mensch wird dem König folgen, den sie einst eingesetzt haben? Ich sah, dass die Weisheit gegenüber der Dummheit einen Gewinn bringt, genauso wie das Licht gegenüber der Finsternis. Die Weisen haben Augen im Kopf, aber die Unverständigen tappen im Dunkeln. Doch ich erkannte auch, dass ein und dasselbe Schicksal alle erwartet. Ich sagte mir in meinem Herzen, ganz nach dem Schicksal der Unverständigen wird es auch mir ergehen. Doch wozu bin ich dann so überaus weise geworden? Ich sagte mir in meinem Herzen, dass auch dies Hevel ist. Absurd. Denn an die Weisen wird sich niemand mehr erinnern, ebenso wenig wie an die Unverständigen. Für immer. Deswegen, weil sie in den kommenden Tagen allesamt schon vergessen sein werden. Außerdem sterben doch die Weisen nicht anders als die Unverständigen. Da hasste ich das Leben, denn arg bedrückten mich die Werke, die unter der Sonne vollbracht wurden. Oh ja, all das ist Hevel, zwecklos und ein Jagen nach Wind. Ich hasste all das, was ich mühsam errungen und für das ich mich unter der Sonne abgemüht hatte, weil ich es den Menschen überlassen muss, die nach mir sein werden. Wer weiß aber, ob sie weise sein werden oder dumm. Doch sie werden Macht haben über all mein mühsam Erreichtes, für das ich mich unter der Sonne abgemüht und durch das ich mich als weise erwiesen habe. Auch das ist Hevel, absolut unbegreiflich. Es trieb mich um, mein Herz vollends der Verzweiflung zu überlassen, wegen all der Mühe, die ich mir unter der Sonne gemacht habe.
Denn es gibt einen Menschen, der etwas mühsam durch Weisheit, Erkenntnis und Geschick erringt. Aber andere Menschen, die sich nicht darum bemüht haben, muss er es einst als Erbe hinterlassen. Auch das ist Tervel, eine Ironie und in vielfacher Hinsicht schlecht. Denn was bleibt den Menschen von all ihrer Mühe und dem Streben ihres Herzens, womit sie sich unter der Sonne abgemüht haben, da doch all ihre Tage aus Schmerzen bestehen und ihre Beschäftigung nichts als Ärger bringen? Selbst in der Nacht legt sich ihr Herz nicht zur Ruhe. Auch das ist Tervel. Völlig widersinnig. Ist nichts Gutes in den Menschen, die essen und trinken und bei all der Mühe ihren Hunger und Durst mit Gutem stillen? Ich jedenfalls habe gesehen, dass dies aus der Hand Gottes kommt. Denn es heißt, wer isst und wer sorgt sich ohne mich? Es ist wahr. Dem Menschen, der sich vor Gott als gut erweist, gibt Gott Weisheit, Erkenntnis und Lebensfreude. Denen aber, die sich schuldig machen, überlässt Gott die Aufgabe zu sammeln und anzuhäufen, um es denen zu geben, die sich vor Gott als gut erweisen. Auch das ist Hevel. Absurd. Ein Jagen nach dem Wind.